Hi zusammen, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr den Speicher oder überhaupt das ganze Gerät, ist jetzt in dem Fall ein Android, Samsung Galaxy S4, komplett löschen könnt, so dass die Daten nicht mehr wiederhergestellt werden können. Das ist für den Fall wichtig, wenn man das Gerät verkauft oder wegen einem Defekt mal irgendwie zurückschickt oder ähnliches. Also ich habe jetzt hier eine sehr gute App gefunden. Na, hat sich aufgehangen? Nein. Irgendwas stimmt mit dem Play Store gerade nicht. Ruft man jetzt nochmal auf. Vorführeffekt. So, die App heißt auf jeden Fall iShredder 3 Standard Edition. Gibt es auch nur in dieser aktuell. Soll wohl demnächst noch eine weitere Version kommen oder integriert werden in diese, so wie ich das gehört habe, wo man auch die Speicherkarte noch mit löschen kann. Also, gucken wir uns die App mal an. Wir sind jetzt hier im Hauptmenü und die App funktioniert folgendermaßen. Wir löschen den komplett freien Speicher. Also falls ihr das Gerät verkaufen wollt, ist der logische Weg. Wir löschen oder resetten das Gerät einmal komplett, richten schnell einen Google-Account ein, laden die App runter und löschen danach die Daten komplett mit dieser App. Im Nachgang dazu einfach nochmal auf Werkseinstellung zurücksetzen, damit eure eingetragenen Gmail-Account-Daten wieder gelöscht werden. Und dann sollte das Gerät wirklich sicher gelöscht sein. Wir haben jetzt hier ein paar verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Ein paar schöne NSA-Logos etc., weil die NSA auch mit diesen Verfahren arbeitet. Das sehen wir hierbei nochmal. Also, wir können jetzt auswählen, dass bei einer Runde Nullen und Fs geschrieben werden. Ist im Hexadezimalbereich. Einfach damit jeder einzelne Bereich der Festplatte oder des internen Flash-Speichers hier in diesem Fall bei einem Phone gelöscht und resettet wird. Oder überschrieben wird, ist richtig ausgedrückt. Das kann man mit einer Runde machen. Auch mit einer Runde im Zufallswerten. Dann kann man es mit drei Runden machen. Dann auch mit drei Runden. Ich glaube, das ist die Abkürzung für die US Army, die dieses Verfahren verwendet. Und dann gibt es nochmal drei Runden nach dem HMG. Das sagt mir jetzt nichts, Verfahren. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal einfach zum Test die kleine Einrunden-Version. Und dann sehen wir, es geht auch direkt los. Und dieser Vorgang dauert natürlich einige Zeit. Das sehen wir unten an der verbleibenden Zeit in der Anzeige. Also kann ich es nur empfehlen. Ich habe jetzt 64% Akku. Dementsprechend, wenn man jetzt so einen Dreier-Prozess durchlaufen lässt, sollte man, sieht man dann hier unten, Runde 1 von 1 ist das jetzt natürlich nur, dann sollte man auf jeden Fall das Ladegerät anschließen, damit nicht mittendrin der Akku einfach zusammenbricht. Genau. Also, meiner Meinung nach eine sehr gute App, kann ich nur empfehlen. Habe es schon ausprobiert und versucht, die Daten mal wiederherzustellen. Auch über Root nochmal eingerichtet und versucht reinzukommen, was auszulesen. Also mit meinen einfachen und Mitteln etc. war es jetzt nicht so möglich. Also kann euch die App sehr gut weiterempfehlen.